ist die sogenannte Farbe, die wir brauchen. Das ist das Grün, was auf das Auto kommt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da kommt jetzt noch ein bisschen Verdünnung rein und dann würde ich sagen, geht's ab. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das so sehen könnt. Und zwar, wenn ihr mit der ersten Schicht drauf geht, deckt die Farbe das Licht komplett ab. Also man sieht immer wieder das Blau durchkommen. Wenn man dann ein bisschen wartet und dann nochmal drüber geht, ist es komplett dicht. So, also nicht erschrecken oder so, falls man das mal. Falls ihr das selber machen wollt mit Rolle, am Anfang sind Strukturen. Und nach ein paar Mal drüber gehen, sind die Strukturen größtenteils auch verschwunden. Und mit Rolle zu arbeiten, muss ich sagen, ist ziemlich einfach. Also ist echt einfacher, als ich gedacht habe. Ich denke, ich
werde noch so maximal 5 Schichten, sollte man glaube ich drauf machen, 4 bis 5 Schichten, je nachdem wie viel man Farbe hat. Ich habe noch richtig Farbe, das ist noch nicht mal ein Drittel weg oder so. Gab hier und da kleine Stellen, wo ich mit der großen Rolle nicht dran kam. Dafür habe ich dann einen kleineren mir gekauft. Der ist dann für die Stellen, wo du dann mit der großen Rolle nicht dran kommst. Und ich denke, damit sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Thank you.